Hallo AC-Freunde und willkommen zur nächsten Episode von Waxers RC TV. Heute das 2022er RC Review zum Really Rednecks, einem 1:10er XL Short Course artigen Offroad RC, das ich mir 2021 zugelegt habe. Dort ist es auch erschienen. Ich habe es mir gleich geholt. Wir haben es hier auf dem Kanal zusammen angeschaut. Dann haben wir ein paar Bash Clips damit gemacht. Und jetzt, Freunde, jetzt steht das Fahrzeug vor uns auf dem Tisch, genauso wie ich es letzten Sommer abgestellt habe. Wir machen jetzt die große Wartung, machen das Fahrzeug bereit für 2022 und schauen uns an, was denn einfach mal nach 15 Akkus an dem Fahrzeug kaputt ist oder auch nicht. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid und viel Spaß beim Video. Da haben wir ihn auch schon vor uns auf dem Tisch. Der Really Rednecks, für mich in 2021 einer der cooleren Erscheinungen, die Really rausgehauen hat, muss man jetzt einfach mal ganz klar an der Stelle so erwähnen. Es sind ein paar Fahrzeuge auf dem Markt erschienen und die einen oder anderen, gut, habe ich auch persönlich noch nicht auf dem Tisch gesehen, aber ich habe mich damals bei den Neuerscheinungen von Really für den Rednecks entschieden und Freunde, ich habe es bis heute nicht bereut. Was ich euch jetzt mal gleich eingangs von außen zeigen kann, wie gesagt, ich habe damals das Fahrzeug ein bisschen umgebaut, darauf wird man gleich noch näher eingehen. Wie gesagt, wir machen heute ja auch die große Wartung mit dem Fahrzeug, aber wir schauen jetzt einfach mal nochmal an, was denn sich so ein bisschen abgearbeitet hat über die Zeit und der ein oder andere wird es schon sehen. Ich habe gleich mal hier vorne einen fetten Riss in der Karo. Bisschen typisch für Really, die Karosserien sind nicht immer die, die so am längsten halten, aber man muss die Lanze auch wirklich darüber brechen. Ich hatte da einen richtig fiesen Einschlag mit 3S. Ja, da hat es mir auch das ganze Eck eingedrückt und ich konnte es wirklich von innen einfach nur wieder rausdrücken. Allerdings habe ich mir den Riss in die Karo eingefangen. An der Stelle erstmal noch nicht so schlimm, weil ich denke, das ist etwas, das kann man dann so kosmetisch noch ein bisschen überdecken, kann es nochmal reparieren und kann auf jeden Fall nochmal damit fahren. Wobei auch mittlerweile die Ersatzteile für den Rednecks im Shop vom großen blauen C verfügbar sein sollten oder auch woanders, aber dort wird ja hauptsächlich das Zeug eingekauft und daher habe ich gesehen, man kann sich auch mal wieder eine Karo gönnen, wenn man es möchte. Ich an der Stelle werde hinsichtlich der Karosserie noch ein bisschen was Alternatives ausprobieren, aber dazu werden wir auf jeden Fall später noch kommen. Ansonsten habe ich an der Karosserie bisher nicht sonderlich viel mehr Schaden feststellen können. Ich habe natürlich hier auf der Seite auch mal einen Einschlag gehabt, allerdings ist der nicht so schlimm ausgefallen wie auf der anderen Seite. Das heißt auch hier die Karo noch ganz. Hier vorne habe ich einen kleinen Riss. Das ist wahrscheinlich dann dahin, da bei der Sache passiert. Vorne die Karolöcher, ja, die sehen zum Beispiel noch ganz gut aus, während aber ich schon gesehen habe, dass die hinteren da schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde. So, da könnt ihr sehen, ganz leichte Ausrisse haben wir da in der Karo drin. Auf der anderen Seite genauso. Was dann natürlich auch auffällt, dass halt die Karo auf jeden Fall Farbe verliert. Ja, wenn ihr die mal so gegen das Licht haltet, könnt ihr das immer mal prüfen. Vorne zum Beispiel der Bumper scheuert da immens an der Stoßstange von der Karosserie. Also ob der dann langfristig auch immer so geil ist, weiß ich auch nicht. Das gleiche Thema haben wir auch hinten. Ja, ihr seht es ja dann hier schon rechts und links vom Aufkleber. Da ist einfach schon Lack liegen geblieben. So, innen drin, die Kotflügel habe ich ja damals schon mit Alu-Tape, aber schaut es mal an. Da ist noch ein Haufen 2021 drin. Das wird man auf jeden Fall mal ausspielen, aber jetzt fürs Review musste der natürlich noch dreckig bleiben. Aber wie gesagt, hinten eigentlich auch keine großen Schäden. Ich habe hier auch nochmal einen Riss, lässt sich reparieren, kosmetischer Natur. Auf der anderen Seite das gleiche in grün. Freunde, ich bin mit dem Fahrzeug hauptsächlich 2S gefahren, obwohl er 3S deklariert ist. Und bei mir persönlich liegt es einfach nur daran, dass ich die Erfahrung mit meinen anderen Rally-Fahrzeugen gemacht habe, dass sie 2S definitiv länger halten wie 3S, auch wenn sie für 3S deklariert sind. Ich hatte das in der Vergangenheit einfach schon mit dem New One ein bisschen gelernt, auch mit dem Dune Fighter. Das waren alles so Erfahrungen, Black Commando, da war 3S auf Dauer und man fährt natürlich nicht nur, das geht nicht nur auf die Getriebeteile, sondern man fährt natürlich auch wesentlich schneller. Und wenn man natürlich schneller fährt, dann passieren auch mal so Einrisse wie vorne. Ja, ich kann mich erinnern, das war damals nämlich auch der 3S Akku und dann habe ich die Spur verloren und dann hat er sich einfach fünfmal mehr überschlagen, wie er das auf 2S machen würde.
zudem er auch auf 2S nicht so giftig kommt. Ja, also er macht definitiv 3S auch Spaß, aber es ist auf jeden Fall mit so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Einfach nur so ein Tipp von mir. 2S hatte ich jetzt hinsichtlich des Antriebs oder irgendwas, Ritzel, Hauptzahnrad, überhaupt gar keine Probleme. Und wir werden jetzt einfach mal den Deckel runternehmen. Das Chassis ohne Karosserie. Was ich gleich mal als kleinen Kritikpunkt weiter veräußern muss, ich habe das ja im letzten Video so ein bisschen gezeigt, die ersten Tunings, dass die Karosseriesteher an dem Fahrzeug nicht unbedingt die besten sind. Und ich bleibe auch dabei. Ich habe jetzt alternativ ja welche von Tamiya verbaut. Und wie ihr sehen könnt, der hier hängt auch schon auf 7.5, der ist schon wieder auf einer Seite gebrochen, hält nur noch auf der anderen Seite, was da einfach schon wieder ärgerlich ist, weil ich den einfach dann nochmal tauschen muss. Was für mich jetzt 2022 dort ein bisschen interessant werden wird, ist vielleicht die Reise mal dort auch mit dem 3D-Drucker zu gehen, mal zu gucken, ob es mir gelingt, irgendwie eine alternative Karosseriebefestigung zu drucken, vielleicht auch einfach nur dickere Pins, weil die hier, die einfach nur so roundabout 8, 9 mm stark sind, wenn es nachher auch 10 mm sind, das ist auf Dauer einfach nichts. Und weil der Redmax hinten drauf ja noch das Ersatzrad hat, ja, die Karo ist auf der Hinterseite also richtig schwer, aufgrund von diesem Ersatzrad, das ja echt ist, was ja auch schon mal eine tolle Angelegenheit ist. Aber natürlich schlägt da die Karo dann das meiste durch, wenn wir dann mit dem Fahrzeug auch zum Springen gehen. Was man ja dann hin und wieder auch mal mit ihm machen will. Ich habe da auch ein schönes Video gedreht, guckt mal rein in der Playlist zurück. Redmax, das Bash Adventure mit dem Losi Super Baja Rake zusammen, war eine richtig coole Geschichte. Aber wenn man dann einfach da mal so ein paar Sprünge springt, dann kracht er halt einfach auch mal ein Karosteher. Das ist an der Stelle jetzt nicht schlimm. Es ist ärgerlich, aber es ist nicht schlimm. So Karosteher habe ich hier im Lager liegen wie Sand am Meer, aber die dann ständig tauschen zu müssen, soll jetzt langfristig nicht das Thema sein. Deswegen einfach da mal noch schauen, ob ich was Alternatives finde. Bei den Antriebswellen von dem Fahrzeug, da ist mir eigentlich nicht wirklich aufgefallen, dass da jetzt irgendeine groß verbogen wäre, wenn man das Fahrzeug anhebt und den Reifen dreht und sich ein bisschen drauf konzentriert. Ja, die hintere hat einen ganz leichten Achter drin, also eine leichte Biegung drin. Aber an der Stelle nichts Wildes. Wie gesagt, die Hinterachse ist bei dem Fahrzeug so ziemlich das Erste, was Bodenkontakt hat. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt die linke Seite betrachten, da ist eigentlich das Gleiche in Grün. Die hat auch einen ganz leichten Schlag. Aber ich muss wirklich sagen, die Outdrives, und ich denke, das wird hauptsächlich auch dran liegen, dass eben auf 2S nicht so viel Punch stattfindet. Die Outdrives sehen da wirklich noch tipptopp aus. Die zeige ich euch dann später mal noch aus der Nähe. Wir werden das Fahrzeug sowieso auseinandernehmen. Okay, Dämpfer an sich haben einen guten Job gemacht. Ich werde beim Dämpfer-Setup noch mal ein bisschen dran arbeiten müssen. Ich habe mir das Fahrzeug in einer leichten Keilform aufgebaut, habe ich gesehen. Ich habe nämlich hinten versehentlich die Dämpfer auf eine niedrigere Position verschraubt, beziehungsweise vorne auf die niedrigere Position verschraubt und hinten auf die höhere. Das heißt, ich sitze mit dem Popo sowieso ein bisschen weiter unten am Boden, wie mit der Vorderachse. War jetzt zum Fahren ganz cool, weil er wirklich den Hintern hinten reingedrückt hat in den Boden. Wenn man dann auch auf Feldwegen so gefahren ist, hat richtig Spaß gemacht oder auch so durch den Sandkasten. Und natürlich die Reifen tauchen dann so ein bisschen in die Karosserie ein. Absolut schönes Fahrbild. Deswegen feiere ich das Fahrzeug auch. Und auch der Umbau so auf 1,8er Reifen, auch wenn die jetzt vielleicht nicht die schönsten sind von der Felge oder wie auch immer, war so auch nicht die schlechteste Idee. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, ich möchte jetzt im nächsten Setup auch mal wieder die Redmax Originalreifen fahren, beziehungsweise mal gucken, ob ich noch was Alternatives finde, was dann einfach auch zur Karo passt, und dann einfach mal sehen, wo dort die Reise hingeht, weil dort eben auch die Ersatzteile mittlerweile verfügbar sind. Das heißt, wenn die Reifen dann irgendwie kaputt gehen sollten, kann ich welche nachbestellen. Vorne auf der Vorderachse, da sieht es ein bisschen anders aus. Das habe ich jetzt nämlich auch schon gesehen, wie ich das gedreht habe. Also vorne auf der linken Seite vom Fahrzeug, da habe ich auch einen leichten Achter auf der Antriebswelle und auf der anderen Seite fast kaum der Rede wert. Also da ist wirklich marginal, da muss man schon ganz genau hinschauen. Hier sieht man es ähnlich wie bei den hinteren. Also ich sage mal, 3 Wellen von 4 sind auf jeden Fall leicht gebogen. Zu wenig, als dass man was tun müsste, zu viel, als dass man sagen könnte, es ist nichts passiert. Der Schaumstoff auf der Dämpferbrücke, glaube ich, hat sich dahingehend auf jeden Fall auch bewährt, weil ich wirklich dadurch die Karo nicht mehr habe durchschlagen hören. Ohne den Schaumstoff war das da einfach anfangs zu hören und es hat sich dann damit erledigt. Die Bumper an der Stelle finde ich dahingehend wirklich sehr, sehr großzügig. Die sind sehr lang, passen da vielleicht ein bisschen zu lang. Ihr seht es ja oder habt es gesehen an der Karo, da scheuern sie einfach den Lack weg. Das ist natürlich auf Dauer auch nicht so cool.
Aber wenn ihr das Video schaut und euch eben noch in ferner Zukunft so ein Fahrzeug zulegt, dann kann ich euch nur empfehlen, gleich auch die Karosserie an den Bumpern vorne abzutapen, weil dann könnt ihr dem natürlich gleich von vornherein entgegenwirken. Dafür machen wir auch das Review heute. Ansonsten, Freunde, wir werden jetzt gleich das Hauptzahnrad-Motorritzel sehen, wenn wir es ausgebaut haben. Bei den anderen Teilen, den Querlenkern und den Lenkarmen, konnte ich jetzt nichts feststellen. Ich habe auch unten, wenn wir die Skidplates anschauen, also da natürlich die ganz normalen Standard-Abriebspuren, die einfach da so passieren, wenn man dann auch Feldwege, Schotterwege und Ähnliches überquert. Bei der Chassisplatte selber auch ein paar Fahrer mit drin. Natürlich, wir haben hier, wo das Hauptzahnrad sitzt, die größte Kontaktstelle. Das heißt, wenn er da einschlägt, haben wir hier einfach den ersten Schlagpunkt. Und hier vorne ist ja das leicht abgeschrägt. Das heißt, es nimmt uns da auch immer wieder mal ein bisschen Energie weg. Aber nichtsdestotrotz, ja, es ist ein Kunststoffwannenchassis. Es macht seinen Job. Man kann das auf jeden Fall so machen. Man kann das fahren. Die Querlenker sind an der Stelle auch noch einigermaßen gut. Klar haben sie die ein oder anderen Schlagmacken vom Stein. Aber ich denke, wenn die gereinigt sind, wollen wir das nochmal ein bisschen besser sehen. Und wir werden sie auf jeden Fall weiterverwenden. Weil an der Stelle habe ich jetzt auch keine anderen da zum Verbauen. Und die sind ja schließlich noch gut. Freunde, wir haben jetzt lang genug geredet. Ich würde sagen, ich schreite mal zur Tat und baue mal den Burschen ein bisschen auseinander für euch. So, Freunde, zurück aus dem Zeitraffer. Wie gesagt, Reifen sind runter, die Radadapter sind runter. Und was ich euch jetzt einfach mal nur kurz aus der Nähe zeigen möchte, sind die Kunststoffradmitnehmer, die da an der Stelle wirklich noch sehr, sehr gut aussehen. So haben wir es ein bisschen schärfer gestellt. Also ich war jetzt auch in der Annahme, dass da vielleicht das Kunststoff mit dem Alu, dass das Kunststoff da natürlich nachgibt. Es sind vielleicht ganz, 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 ganz kleine Kunststoffabriebe schon zu sehen, aber an sich haben es die Ready-to-Run-Mitnehmer ganz gut verkraftet, die letzten 15 Akkus mit so Alu-Radmitnehmern und 1:8er Reifen zu fahren. Manchmal, wenn man ja zu viel Traktion hat auf der ganzen Nummer, dann kann sich halt so ein Radmitnehmer einfach dann schon runddrehen in so einem Alu-Teil. Deswegen für mich eine erfreuliche Geschichte. Ich hatte es in der Vergangenheit beispielsweise auch beim Dunefighter, dass ich 1:8er Radadapter gefahren bin, hatte die auf einer Alu-Hex mit drauf. Und Freunde, was ist dann passiert? Die Alu-Hex und der Radadapter, die haben sich verheiratet und hatten dann einfach mal entschieden, sie nie wieder loszulassen. Und so kann es dann manchmal eben auch laufen. In dem Moment von den Kunststoff-Radmitnehmern habe ich noch sehr, sehr viele am Lager. Das heißt, ich werde jetzt dahingehend erstmal weiterfahren, beziehungsweise wollte ich jetzt ja sowieso mal die nächste Runde mit den Ready-to-Run-Reifen fahren und dazu reichen die 12 mm Hexadapter. Bis dahin, ihr habt es vielleicht vorher dann im Close-Up gesehen, es haben sich dann so ein paar Sachen noch um die Antriebswellen rumgewickelt. Ich glaube, das ist so ein bisschen Anglerschnur, weil ich war da ja auch viel an den Fischerseen beim Fahren. Es ist zum Teil rot, es ist zum Teil braun und alles andere will ich gar nicht wissen, was es ist. Eine kurze Situation, die ich mit euch teilen will, für alle die, die das auch mal haben und nicht wissen, wie sie aus der Nummer rauskommen sollen. Und zwar, ich habe hier unten meine Kreuzschlitzschrauben, die alle so ein bisschen mit Erde und Dreck zugebickt sind. Und ich komme da natürlich mit dem Schraubenzieher ganz schlecht rein. Ja, und wenn man dann nämlich anfängt, mit Gewalt den Schraubenzieher reinzudrücken und versucht dann diesen Sand einfach zu umgehen, dann passiert euch meistens in 90% der Fälle Folgendes. Ihr dreht euch den Schraubenkopf oben rund und habt danach ein größeres Problem wie zuvor. Was ich euch da nur empfehle, wenn ihr ein Skalpell habt oder einen anderen alternativen, scharfen und spitzen Gegenstand, nehmt euch kurz die Zeit und nehmt den ganzen Dreck aus diesen Kreuzschlitzschrauben heraus. Weil wie gesagt, wenn ihr euch dann die Schraubenköpfe runddreht, dann habt ihr nichts und könnt auch das Ganze nicht fortführen. Und dann ärgert ihr euch natürlich. Ja? Und an dem Moment kann man das doch einfach gleich an der Stelle schon erwähnen. Man muss sich einfach kurz dann die 5 Minuten die Zeit nehmen, wenn überhaupt, um einfach kurz die Löcher freizuarbeiten. Und das hat bisher bei mir in der Vergangenheit wirklich mit noch nichts besser funktioniert wie mit einem Skalpell.
weil das Skalpell einfach wirklich eine schöne scharfe Spitze hat und das ganze Material da ordentlich ausarbeitet. So, wir haben jetzt hier quasi die verdreckte Kreuzschlitzschraube und da fahre ich rein und pull das Ganze einfach ordentlich raus. Dann kann man es auch wieder wegpusten. Dann kommt auch der ganze Feinstaub mit raus. Und dann habe ich da wieder freie Bahn, ne? Mit dem Schraubenzieher. So sitzt das Ganze dann auch wieder so, wie es sitzen soll. Freunde, das Auto ist erstmal zur Hälfte zerlegt. Was ich euch beim Ausbau, egal welchen RC ist, wenn ihr eine große Wartung macht und ihr müsst das Auto bis auf die Grundfeste auseinandernehmen, ich kann euch da wirklich nur empfehlen, wenn ihr euren Arbeitsplatz so ein bisschen in Gruppen einteilt. Also das heißt, die Teile, die ihr ausbaut, einfach auch den Gruppen zuzuordnen, wo sie nachher auch hinkören. Zum Beispiel hier die Empfängerbox mit dem Oberdeck der Lenkung. Da liegen alle Schrauben drunter, die dafür benötigt werden, um das zum Verschrauben. Das sind nämlich 8 Stück an der Zahl. Das heißt, 8 Stück liegen hier drunter. Ihr habt es nachher auch einfacher, wenn ihr einfach dann die Teile in diesen kleinen Grüppchen auch reinigt. Ihr könnt zum einen dann einfach wirklich schauen, sind meine Schrauben noch in Ordnung? Kann ich da noch vielleicht eine tauschen oder sauber machen, wie auch immer? Und ihr wisst dann auch nachher wieder, welche Schrauben ihr wo benötigt zum Zusammenbauen. Weil im Großen und Ganzen, ich habe jetzt auch keinen Bauplan für den Redmax. Das heißt, ich muss das Fahrzeug nachher auch wieder so zusammenbekommen, wie ich es natürlich auseinandergenommen habe. Und dafür einfach kleiner Tipp von mir. Das habe ich jetzt über die letzte Zeit einfach mit meinen RCs gelernt, die ganzen ausgebauten Teile immer in Gruppen aufzubewahren. Und ich habe es da auf der Matte natürlich einfach, weil ich habe hier meine kleinen Kästchen, meine Honeycombs und da lege ich dann hier Gruppe Antriebsknochen, da die Sicherungsstifte, da vorne eben die Bumperstützen, die ja vorne an die Dämpferbrücke hingehen. Und Freunde, dazu auch noch kurz ein paar Gedanken. Also die hat man auf jeden Fall schon gemerkt. Das heißt, ich will damit sagen, ich hatte ja beim Nuban zum Beispiel das Ganze nur über die Anschraubposition am Diff und an der Anschraubposition Chassisplatte. Ja, das heißt, hier unten 2 Schrauben, da oben 2 Schrauben, Thema erledigt. Das gleiche auch beim Dune Fighter. Und jetzt hat man beim Redmax neu oben noch diese Absicherung drauf gemacht, die dann quasi noch den Bumper von oben etwas gegenstützt. Ja, das ist eine Kleinigkeit, aber das ist eine Kleinigkeit, die auf jeden Fall bei den Rally-Modellen da schon dafür sorgt, dass uns beispielsweise vielleicht auch nachher einfach diese Köpfe nicht abbrechen. Das ist mir nämlich in der Vergangenheit schon passiert, dass eigentlich immer bei einem richtig, richtig harten Einschlag mir diese kleinen Köpfe abgebrochen sind. Deswegen mit dem Teil, was sich ja so ein bisschen über das Ganze drüber schmiegt und einfach nochmal verstärkt arbeitet, weil wenn ihr dann die Unterseite von dem Teil anguckt, da führt sich das Ganze ein. Da haben wir dann einfach nochmal die Unterstützung. Und deswegen die Bumper-Unterstützung an der Stelle eine tolle Innovation. Darf man auch mal einen Daumen hoch dafür geben. Freunde, wenn ihr das Ganze zerlegt in die Grundfeste, kann ich euch immer nur empfehlen, das Ganze obenrum so weit leer zu schlachten, wie es geht. Weil, wenn ihr jetzt anfangt und die Diffdeckel rausmacht und ihr fangt dann schon an den Diffs zu arbeiten, dann habt ihr nachher ein Problem hinsichtlich der Querlenker, wenn ihr die rausbauen wollt. Ich an der Stelle möchte ja wirklich das ganze Fahrzeug grundreinigen. Das heißt, ich gehe her, schlachte das Ganze obenrum so weit runter, habe meine Grüppchen liegen. Das Ganze mache ich jetzt noch kurz mit dem Hinterteil. Und dann können wir uns auch schon, wie gesagt, Hauptzahnrad, Motorritzel und die Diffzahnräder mal anschauen aus der Nähe. Und vor allem kann ich dann mal hergehen und anfangen, die ersten Teile zu säubern. Wenn wir uns jetzt noch hier so ein bisschen die Rod Ends angucken, die laufen an der Stelle noch ganz gut. Die Pivot Boys sind nicht wirklich jetzt groß ausgeschlagen. Natürlich, wir merken schon, dass einfach durch die ganze Bewegung sich da so ein bisschen was abgescheuert hat. Aber sie laufen einfach noch. Sie müssen an der Stelle jetzt wirklich mal nur gereinigt werden. Und ich denke, dann wird das Ganze schon wieder richtig tipptopp laufen. Vielleicht ein mini Schluck PTFE-Ölspray noch hin. Aber das ist wirklich was, das wo wir dann prüfen, wenn wir sie sauber gemacht haben. Also dahingehend relativ wenig Verschleiß. Beispielsweise jetzt an den Rod-Ends der oberen Querlenker, die da einfach auch hinten relativ viel aufsetzen.
durch die Sprünge, die man dann mit dem Fahrzeug macht. Was ich euch ja dann noch erzählt habe, sind hier so Sachen wie diese Angloschnur, die hat sich jetzt hier komplett um den Mitnehmer gewickelt. Dafür werde ich den Mitnehmer aber auch ausbauen müssen, beziehungsweise ist es, glaube ich, nicht mal mehr Angloschnur, es ist einfach nur roter Faden, der sich darum gewickelt hat. Das sind keine roten Haare, ja, das ist Faden. So. Und Thema Mitnehmer haben wir ja schon angesprochen gehabt. Werde ich jetzt auch abziehen, um dann auch die ganze Sache weiter voranzutreiben. Jetzt zwicke ich mir noch den Finger. Oh, voilà. So. Also die sitzen auch bombenfest. Ja, das ist vielleicht etwas, was sich durch die 1:8 Radadapter dann schon ein bisschen abgesichert hat. Und ja, da ziehen wir jetzt auch noch ein bisschen Fussel und Haare raus. Da haben wir auch schon Hauptzahnrad und Motorritzel. Vielleicht ein bisschen mehr Licht. Ich habe jetzt einfach mal kurz das schon vorher geöffnet und ihr seht schon, also kaum was abgearbeitet. Auch die Schutzabdeckung macht dann einen sehr, sehr guten Job. Ich habe kaum Schmutz da drin. Das heißt Steinchen, Kies oder ähnliches, wo wirklich das ganze Chassis schon fast paniert ist. Die Kammer dort bleibt frei. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, ich habe da nichts anderes erwartet, weil wirklich da die Verarbeitung beim New One schon sehr gut war. Der Dune Fighter hatte ein ähnliches Prinzip, deswegen sage ich ja, auf dem hat Reli festgehalten. Das war auch gut so und das macht sich jetzt hier im Red Max einfach wieder bewährt. Ansonsten habe ich gesehen, ich habe mir auf jeden Fall ein Kugellager gesprengt. Das ist da kaputt gegangen, da hat es ein Ringchen rausgehaut, beziehungsweise hat es auch gleich die ganze Gummidichtung zerfressen, ja. Das war dann vielleicht noch die Auswirkung oder könnte eine Auswirkung gewesen sein, der 1,8er Radadapter, das werde ich jetzt aber gleich sehen. Schenkel Nummer 2 an der Stelle ist auch unten. Das Innenlager an der Stelle noch tipptopp, aber beim Außenlager, ihr könnt es hier sehen, vielleicht ein bisschen besser aus der Nähe, beim Außenlager ist die Gummidichtung auch abgescheuert. Was wir eingangs noch besprochen hatten, wo ich ja noch positiv überrascht war, dass sich der Mitnehmer an sich nicht verscheuert hat, da hat er jetzt auf der Hinterseite einfach mit dem Kugellager. Und man darf ja dann nicht vergessen, der Adapter hat dann noch so eine Sicherungsmutter, die das Ganze noch auf wirklich Spannung zieht. Da hat er jetzt tatsächlich durchs Drehen die Gummidichtung vom Kugellager kaputt gemacht. Bei dem Kugellager habe ich aber allerdings die Situation, dass da jetzt das Ringchen nicht rausfällt. Das heißt, an der Stelle, das wird man reinigen, umdrehen, beziehungsweise vielleicht auch einfach mit der Seite weiterlaufen lassen, weil ich glaube nicht, dass es besser wird, wenn ich es umdrehe. Das heißt, dann scheuert es sich eben auf der Seite ab. Es wird aber auch wahrscheinlich nicht schlechter werden, wenn ich es auf der Seite offen lasse. Über kurz oder lang wird man da dann natürlich vielleicht bei der nächsten Wartung in 2023 frische Kugellager reinmachen, einmal rundum, weil wie gesagt, dafür werde ich jetzt noch den Sommer damit versuchen zu fahren, bis, es sei denn, es geht natürlich vorher eins kaputt, dann muss ich schon tauschen. Was ich jetzt dann in der Zwischenzeit auch noch entdeckt habe, ist hier ein kleiner Cut im Querlenker, aber an der Stelle wirklich alles gut. Das war da wahrscheinlich mal ein bisschen schärferer Einschlag oder irgendwas, was ja bei mir einfach auch oft genug vorkommt. Brauchen wir nichts schönreden. Okay, Freunde, wie gesagt, ich nehme jetzt noch den Tower runter und wir haben das ja gesehen. Ich würde da jetzt einfach einen wirklich krassen Zeitsprung machen, soweit, dass die Achsen auseinandergenommen sind und wir dann einen kurzen Blick auf die Differentiale werfen, bevor es dann zum Reinigen und zum Wiederaufbau geht. So, Freunde, Diffs sind offen und schaut euch das an. Das sieht alles noch tipptopp aus. Mal ein bisschen besser ins Licht, mal ein bisschen schärfer gestellt. Also da die Zahnräder vom Diff. Wir erinnern uns, die Diffs beim Red Max sind ja ölbefüllt. Und Freunde, wie ich euch sagte, auch die Mitnehmer, zieht euch das rein, die sehen da einfach super aus. Aber da, wie gesagt, meine Vermutung, weil das Material beim Red Max ist da nicht das bessere wie beim New One. Also ich würde mal sagen, das Aluminium von der Qualität ist da wirklich das gleiche. Wir haben eine bisschen größere Glocke, das haben wir schon festgestellt, im Vergleich zu den alten 2S-Modellen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass einfach bei den Outdrives da kein Federstahl zum Beispiel benutzt wurde, sondern ganz einfaches Aluminium. Und in der Vergangenheit, wie gesagt, auf 2S waren die schon relativ anfällig. Und auf 3S, wenn der Punch dann noch dementsprechend war, dann sind die relativ schnell kaputt gegangen. Da habe ich in den Offroad-Fahrzeugen bei Reli relativ häufig was wechseln dürfen. Hinsichtlich Hauptzahnrad und Ritzel oder jetzt der Diffglocke hinten, sowie dann auch der Diffglocke vorne. Da haben wir noch das Ready-to-Run-Fett mit drauf. Da ist jetzt einfach nichts gewesen. Auch Verschmutzungen sind soweit nicht zu sehen. Ich habe da auch keinen Sand reinbekommen. Also an der Stelle sind auch die Gehäuse wirklich dicht. Und das kann man den Jungs ja auch schon mal positiv anerkennen, dass einfach da, und ich bin mit dem Fahrzeug wirklich sehr, sehr viel durch Kies, durch Schotter, durch Sand gefahren. Da muss ich wirklich sagen, da habe ich jetzt beispielsweise bei der großen Wartung zum Arma Vortex ein bisschen mehr aus dem Getriebe rausgeholt.
Aber da auch wieder ganz kurz die Lanze drüber gebrochen, den Arma Vortex fahre ich dann wieder 3S und nur 3S. Das heißt, dort verzieht sich der Kunststoff vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle mehr, wie wenn ich jetzt beim Red Max auf 2S Betrieb fahre. Wenn ich den Red Max 3S nehme, würde ich wetten mit euch, Freunde, würde das auch anders aussehen. Aber an der Stelle, ich habe die Erfahrungen da einfach schon mit New One und Co. gemacht. Deswegen habe ich dort für mich persönlich was dazugelernt. Ich gehe einfach relativ häufig zum Fahren und da ist dann vielleicht der 2S-Betrieb sinnvoller. 3S juckt mich dann schon auch mal, fahre ich dann auch mal. Aber für ein, zwei Akkus 3S, meinetwegen auch noch einen dritten Akku 3S, wird das dem Fahrzeug nichts ausmachen, außer ihr verliert natürlich die Kontrolle und haut das Ding irgendwo gegen Randstein oder sonst irgendwo hin. Freunde, an der Stelle werden wir jetzt für heute einfach mal den Break machen. Ja, wir werden jetzt im nächsten Video, weil dafür werde ich jetzt ein bisschen Zeit benötigen. Ich werde jetzt hergehen und noch die restlichen Teile auseinanderbauen. Wie gesagt, die Elektronik abschlachten. Ich meine, das sind jetzt alles Punkte, die wollt ihr so mit Sicherheit nicht sehen. Wir haben ja dann schon immer mal wieder den einen oder anderen musikalisch unterlegten Zeitraffer. Brauchen wir nicht ausdehnen. An der Stelle, wie gesagt, ich werde das Ganze jetzt erstmal aufreinigen. Schaut euch das einfach nochmal genau an. Das ist alles wirklich paniert, das ist alles wirklich versandet. Und jetzt kommt eigentlich der Part, der mir dann auch wieder sehr, sehr viel Spaß macht. Das heißt, ich werde jetzt hergehen, anfangen Teile zu reinigen. Es wird jetzt vielleicht auch einen Tag oder zwei brauchen. Darum werden wir dann in Teil 2 die ganzen gereinigten Komponenten einfach mal angucken. Das wird jetzt auch brauchen, die Dämpfer, die ganzen Plastikteile da ein bisschen zu putzen. Und dann werde ich vielleicht noch das ein oder andere bestellen, weil mir ist dann doch aufgefallen, da könnte noch das ein oder andere gemacht werden an dem Fahrzeug. Und wie gesagt, wir werden uns dann in Teil 2 mit dem Wiederaufbau vom Red Max beschäftigen, werden dann auch nochmal die Diffs neu befüllen mit ein bisschen stärkerem Öl, weil ich habe ja auch da in der Vergangenheit nur mal mit dem 50.000er gearbeitet. Jetzt machen wir mal einen 100.000er rein und gucken mal, was dann weiterführend passieren wird in 2022. Servo bleibt noch der gleiche. Beim Motor und beim ESC vermisse ich jetzt auch noch keine andere Kombination. Eine Überlegung wird sein, ob man nicht vielleicht den ganzen Burschen ein bisschen runter- oder hochritzeln. Mal schauen. Wenn wir runtergehen, haben wir einfach wieder das Thema der Aggressivität. Und wenn wir ihn lang machen, dann hat er irgendwann mal keinen Punch mehr. Aber es wäre vielleicht eine Überlegung wert, wenn wir dann mal sagen, wir wollen mit dem 3S mehr fahren, dann da einfach mal zwei Zähne mehr drauf zu packen. Weil dann einfach auch der Punch nicht mehr so heftig kommt. Ich meine, am ESC sind wir schon an die Grenze der Einstellung auch hingefahren. Weil wenn ich da dann noch weiter runtergehe, dann hat er irgendwann mal gar nichts mehr. Und deswegen sage ich ja, wir müssen mal gucken. Da muss ich mir vielleicht jetzt auch noch zwischenzeitlich ein bisschen Gedanken machen. Lassen wir mal so, wie es ist. Ihr könnt ja auch gern ins Kommentarfeld unten was reinschreiben. Weil wie gesagt, in Teil 2, Teil 1 haben wir jetzt. Das heißt, ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, ein bisschen eure Meinung dazu abzugeben. Und ansonsten, wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr wieder reinguckt zum Wiederaufbau des frisch gereinigten Really Red Max und das Ganze gleich schon mal ein bisschen vorausverraten, damit wir da einen schönen kleinen Spannungsbogen aufbauen. Wir werden auch für das Fahrzeug eine neue Karosserie lackieren. Und zack, das wird sie werden, das neue Kleid vom Really Red Max. Freunde, wir machen aus dem Ding einfach mal einen super stylischen Pickup. Das wird es auf jeden Fall mal sein. 2022 will ich nämlich mit dem Red Max ein bisschen in einem anderen Style durch die Gegend ballern und das Ganze auch ein bisschen inspiriert durch die Nummer mit dem Oberland erzählen. Wenn ihr euch vielleicht noch erinnert, wir haben ja Sime Eraser auch so einen schönen Parma-Schinken, so eine schöne Oldschool-Karosserie verabreicht und ich habe mir das Ganze angeguckt und das Ganze würde auf dem Eraser nämlich nicht funktionieren. Ja, der Eraser auch noch an der Wand, wird 2022 auch noch ein bisschen was machen hier auf dem Kanal. Also da auf jeden Fall geht die Reise mit weiter. Aber beim Red Max dachte ich mir so, um einfach da auch, ich meine, die Ready-to-Run-Karo an der Stelle ist ja wirklich nicht verkehrt, alles gut. Aber Freunde, ihr wisst ja selber. Ja? Also wenn wir uns entscheiden dürfen zwischen einem Ready-to-Run lackierten Body und dann nachher einem schönen Pickup von Proline, nämlich dem Chevrolet C10, den ich ja auch schon hier drüben in klein auf dem SCX24 fahre, den dann nachher auf dem Red Max zum Sehen, das wird eine wahre Freude. Dafür werde ich nämlich auch noch einen alternativen Bumper brauchen, weil ich habe auch schon geprüft, dass diese Karosserie für die Bumper vom Red Max da einfach ein bisschen zu klein ist. Ja, das Ganze steht uns vorne raus, hinten raus, das sieht einfach nur total bescheuert aus. Und deswegen werde ich jetzt da auch noch ein bisschen auf die Suche gehen, den alternativen Bumper bestellen. Dann wird man gucken, dass wir das Ganze nachher mit dem gereinigten Chassis wieder miteinander verheiraten. Bestenfalls habe ich dann auch schon eine Lösung gefunden für alternative Karo-Befestigung. Und dann, Freunde, werden wir den Red Max fertig machen. Er wird schön aussehen, er wird nach Willy West Customs aussehen und am Ende der Reise wird er hinter dem Yucatan
auf meinem neuen Anhänger durch die Gegend gezogen und wird schön Content machen hier auf dem Kanal. So Freunde, da sind wir auch schon am Ende vom Video angelangt. Wie gesagt, Teil 1 ist im Kasten, Teil 2 kommt. Jetzt das Ganze, was ich euch gerade eh schon erzählt habe, ich will mich da gar nicht wiederholen. Freunde, ich will euch nur sagen, jetzt wäre die Gelegenheit, Daumen hoch da zu lassen, wenn euch das Video gefallen hat, und es wäre noch die zusätzliche Gelegenheit, den Kanal zu abonnieren, wer das noch nicht getan hat. Vor allem vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn hier ein neues Video hochgeladen wird. 2022 wird super, Redmax machen wir fertig. Eraser machen wir fertig. Es wird dann auch noch eine Jumbo-Wartung kommen. Dafür habe ich auch schon einen Termin ausgesucht. Da wird man den Jumbo wieder flott machen, weil der wird jetzt natürlich im Fuhrpark doch verbleiben. Ich habe mich da nochmal ein bisschen entgegen entschieden, den zu verkaufen. Habe ich nämlich in einem anderen Video mal gesagt, als ich dann den Skeeter eingekauft habe beim Boris. Grüße gehen raus an die RC-Kiste. Und deswegen, da wird man nochmal mit dem Jumbo eine Saison weiterfahren, weil er hat am Ende des Tages doch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin mit dem Fahrzeug ja eigentlich auch schon relativ weit im Tuning. Was jetzt da passieren soll, es wird auf jeden Fall ein besseres Servo reinkommen, weil da habe ich ja einfach beim letzten Mal einen totalen Griff ins Klo gemacht, und ich habe noch ein paar andere Teile eingekauft, die dann da auch noch gewechselt werden wollen. Wir gehen jetzt nicht unbedingt 100% in die Richtung XTR, aber er soll natürlich ein bisschen Performance stärker werden, damit man mit ihm in 2022 weiterhin sehr, sehr coole Stunts und RC Bashclips machen können. Der Vortex kommt auch wieder zurück, frisch gewartet, hat ein paar Fotos gemacht. Ansonsten, wenn das schöne Wetter wieder da ist, Kunststoffchassis, werde ich mit dem wieder zum Fahren gehen. Der Skeeter will bewegt werden, der war jetzt bisher auch schon 2 Akkus unterwegs, aber momentan die Wetterlage einfach nicht ganz so prickelnd. Aber wie gesagt, die Tage steht auch nochmal eine Ausfahrt mit ihm an, und wenn es sich irgendwie ergeben sollte, Freunde, werde ich für euch natürlich auch wieder Content machen und den hier hochladen. Vorausgesetzt, ihr habt den Kanal abonniert und die Benachrichtigungen an, dann wisst ihr natürlich Bescheid. Ansonsten, Freunde, schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart, und bis zum nächsten Mal bei Waxus RC TV. Bleibt gesund, Freunde, und habt Spaß mit euren Autos.